Hallo Freunde und recht herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider Underworld. Das letzte Mal sind wir hier nach... Hauptsache es ist einfach ein Speicherpunkt direkt nach dem Speicherpunkt. Was ist das denn? Okay, wird nicht nochmal getriggert, okay. Ja, das letzte Mal haben wir das Mittelmeer, ich denke mal, das war das Mittelmeer, verlassen und sind jetzt hier in Ost-Thailand. Da, Nadla uns hier den Hinweis quasi gegeben hat, dass hier irgendwie Thors Hammer irgendwie, ne, zum Eingang nach, den Namen schon wieder vergessen. Nicht Nibelheim, Niflheim, Helheim, genau. Avalon und Helheim. Wo unsere Mutter ist. Schauen wir mal. Hui! Zack. Erstmal elegant rübergeworfen, ja. Warum auch nicht? Oh oh. Nicht, dass es hier gleich wieder Dinos gibt, wie bei Anniversary. Ja, Tomb Raider gab es auch immer mal den einen oder anderen unlogischen Gegner. Vor allen Dingen in Anniversary, dass er hier in der gleichen, doch ja scheinbar in der gleichen, ne? Timeline, nenne ich es mal, spielt. Wow. Der Dreck auf Laras Haut ist irgendwie interessant. Wir machen die Sounds ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ah ja, hier ist ein bisschen was drin, ne? Jo. Schwupp. Man kann ja, kann man hier eigentlich, ich muss gerade mal was überprüfen. Ich glaube tatsächlich, wenn man die Extras gehen vielleicht. Ich glaube, es gibt keinen Croft Manor. Fällt mir gerade mal so ein. Vielleicht irgendwie bei einer Start New Game. Weil, sonst gab es ja in jedem Tomb Raider... Lara sieht gerade irgendwie ein bisschen japanisch oder chinesisch aus. Ansonsten gab es ja in jedem Tomb Raider eigentlich immer auch das Croft Manor. Das habe ich ja auch bisher bei Anniversary und Legend immer erkundet. Und, wow, so interessant. Und, ja. Können wir hier wohl vergessen. Kann man ja nicht Walljump machen, so? So hin und her quasi. Alter, erstmal hier ausprobieren, würde ich sagen. Geht nicht. Tatsächlich. Hui. Geil. Okay, ja, mal gucken, ob es das gibt, ne? Weil dann, wenn ja, würde ich es auf jeden Fall nochmal zeigen. Wenn nicht, dann halt nicht. Okay, was soll ich jetzt tun? Hier ist nichts. Hm. Achso, muss ich da oben rauf? Ja, okay, ich kann da die, ich kann die Säule hochklettern, habe ich nicht gesehen. Moment, fragt jetzt, wo der Anfang ist. Kick off Walls zu... Okay. Hauptsache, er erklärt mir jetzt erstmal den Walljump, den ich gerade eben selber rausgefunden habe. Das ist ja wohl die Höhe, ey. Das ging aber sonst, glaube ich, auch nie in Tomb Raider. Zumindest habe ich es nie bewusst gewusst. Bewusst gewusst. Nein! Alter, man stirbt halt... Man kriegt halt so schnell Fallschaden tot, ne? Alter Vater. Noch ein neuer Versuch, bitte. So, dann nochmal hier, zack, zack, zack. Der Walljump ist super, den mag ich. Schwupp. So, dann einmal umdrehen und daran springen. Ja, schon besser. Diese kleinen Kanten muss ich immer rüber. So, ganz vorsichtig. Alter, der Kamerawinkel. Holy moly. Merke mir fürs Thumbnail, falls nichts Lustiges mehr passiert. Was Lustiges, ja. Die Kamera bei Klettern ist manchmal echt... komisch. Ich verstehe sie auch nicht so ganz, wenn ich ganz ehrlich bin. Hä, wo soll ich denn jetzt hin? Wait a moment. Ich kam jetzt aber schon von da, ne? Hä? Nee, kam ich nicht, hä? Bin ich denn... Ach ne, da war das, wo ich rüber geklettert bin. Ups. Dann muss ich hier hin, dann kann ich hoch. Man muss ja immer Abstütze haben für die Beine, damit man auch hier hochspringen kann. Ne? Wenn man da so hängt, geht das nicht. Macht ja auch Sinn, weil man braucht irgendwie auch Füße, damit man sich da hochziehen kann. Und mit den Händen der Jugglerer nicht. Eigentlich ist es selbst mit Füßen super schwer und unmöglich eigentlich, aber hey. Ist ja egal. Klingelingeling. Hier kommt der... Lara Croft. Mann. Wenn ich ziele, ist der Arsch irgendwie sehr klein. Sehr flach, meine ich. Naja.
First World Problems, würde ich sagen. Vermisst ihr das Intro-Lied aus Legend, also das im Hauptmenü. Ja, lalalala. Ich weiß gar nicht, wie die ging. Hauptsache erstmal irgendwas machen. Nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Kann ich da irgendwie rauf... Ja, wollte gerade sagen, ich kann auch raufklettern, ne? Wow, wow, wow. So, ja. So schon mal nicht. Zack. So muss auch einfach mal da. Ach, da kann ich auch an die Wand, sehe ich gerade. Du bist trotzdem erstmal hier. Na, wow. Okay, nicht so eine gute Idee. Ja, cool, wie hier dann so steht quasi. Noch ein besseres Thumbnail, ey. Hui! Ich wusste, dass wenn ich erstmal anfange hier mit den Thumbnails, ne, ich, wie gesagt, ich mache jetzt quasi für jede Folge ein eigenes Thumbnail, dann gehe ich jede Folge auf Thumbnail-Jagd immer so, ah, das kann ich nehmen, ah, immer so positionieren, ah. Ich hab's einfach gewusst. So, was soll ich jetzt hier machen? Wait, what? Ich kann da ranspringen, ja. Ah, okay. Hoch kann ich nicht mehr, ne? Nee. Jetzt bin ich für immer verloren. Ich weiß nicht, wo ich hin soll jetzt. Da einfach links mal rauf. Warum nicht? Okay, da unten kann ich hin, deswegen würde ich auch einfach mal da gleich runterklettern. Oder runterspringen, er gesagt. Ja, stimmt, hätte ich ja wieder nicht ausgehalten, wenn ich da... So, was ist das jetzt? Irgendeine Vase? Keine Ahnung. Achso, okay, war sogar richtig. Ich muss hier hin. Aber, Secret hinterm Wasserfall. Ja, das dürfen wir nicht vergessen. Oder beim Wasserfall nehme ich auch gerne. Kein Secret. Boah, ist das enttäuschend. Tomb Raider. Und kein Secret hinterm Wasserfall. Was denn da? Boah, das war cool. Wie habe ich das gemacht? Ich glaube, weil ich aus Versehen B gedrückt habe, hat er das instant geskippt. Wow! Ich wollte gerade sagen, Löwen. Tiger! Ah. Ich will wissen, wie ich gerade diesen Sprung geschafft habe. Oh. Ne? Moment. Ich glaube, ich weiß wie. Nee. Ja, okay, warte mal, irgendwie danach A drücken. Wow, wow, wow. Zack. Ach, keine Ahnung, ist auch egal. Ups. Dann kann ich da, nee. Weißt du, abschießen kann ich ihn, aber wenn ich mich nähere, dann wird's gefährlich. Dann will er weg. Was ist das hier, was ich sammle? Ich weiß es nicht. Da sind aber keine, ups. Secrets oder so eine Scheiße, ne? Da, nee. Sagen, ich habe ja erst ein. Okay, dann darf ich hier wieder hochklettern, wa? Also immer beschweren, weißt du? Es geht in Tomb Raider ums Klettern, das ist einfach das Beste in dem Spiel und ich einfach nur klettern. Nein, war ein Witz. Ich mag das Klettern. Wie gesagt, deswegen mag ich halt Tomb Raider, beziehungsweise. Auch wenn die Story eigentlich, habe ich ja wie gesagt nochmal belesen mit Legend und ich habe halt echt wieder gemerkt, so, erstens, ich bin vergesslich, ich habe wieder die Hälfte vergessen. Vor allen Dingen aber, die Story ist halt echt gar nicht mal so schlecht. Also sie ist halt echt ganz interessant so. Und trotzdem wollte ich sagen, dass es eigentlich jetzt nicht der Grund ist, weshalb ich Tomb Raider halt ganz gerne spiele. Einfach wirklich wegen dem Gameplay, weil ich halt gerne ein bisschen klettere. Hier, ne, so Jump'n'Run, Action-Adventure-mäßig, nicht Jump'n'Run. Und so. Auch wenn es, muss ich sagen, Legend ein bisschen besser geklappt hat, weil hier manchmal so ein bisschen... Physik-Engine oder halt die Kamera auch mal abspackt, aber ist okay. Ich weiß halt nicht jetzt gerade ganz, wo ich hin soll, wenn ich ganz ehrlich bin. Als ob ich von da Schaden kriege! Mann, Lara, du hältst ja gar nichts mehr aus. Ich meine, es ist ja eigentlich logisch, in meinem Sprung da ist schon relativ, ne? Ist schon nicht so weich. Aber dennoch. Supp. Kann ich da ran oder so? Nee. Ne. Aber da kann ich irgendwo zwischen wieder Walljump machen, so. Hier wahrscheinlich nicht. Oh, sowieso voll daneben gesprungen. Hä? Ach, da soll ich. Ach, da soll ich vermutlich hoch. Da macht Sinn. Schwuppdiwupp. Ich komme ja trotzdem nicht höher. Hä? Ja, was? Wo? Wie? Nee.
So, das wollte ich. Dann wollte ich das. Und dann das. Nee. Dann das. Und dann... Weiß ich auch noch nicht so ganz. Oh, das hat tatsächlich geklappt. Nice. Ich wusste gar nicht, dass hier oben eine Plattform war. Habe ich gar nicht gesehen. Also was zum Festhalten, meine ich. Ich würde einfach mal ausprobieren, was passiert, wenn ich da hochspringe. Cool. Der Water macht Spaß. Das ist eine gute Neuerung. Wow. Gott, da bleibt mir mal kurz das Herz stehen. Oh, da rechts ist, glaube ich, ein Secret. Secret. Das sieht hässlich aus, der Baum. Aber ich kann da nicht runter. Oh. Moment. Trick 17. Der Sprung hilft immer, irgendwo hinzukommen, aber leider muss ich hier auch wieder hoch jetzt. Ich soll das Ding vielleicht auch mitnehmen. Das wäre mein Plan. So, zack. Okay, immerhin. Auf der Seite auch noch was? Ja, in Tomb Raider Tricks, ey, mit dem anvisierten Arschsprung kommt man ein bisschen weiter. Okay, ich will da auch noch runter. Aber ich verstehe halt nicht, warum. Was ist das? Das sind einfach irgendwelche Gefäße mit so orangenen Dingern drin. Oh. Ja, jetzt darf ich natürlich... Oh, jetzt muss ich wieder irgendwo langschleichen. Kann ich mich hier irgendwie langschleichen? Nee. Ach, bestimmt... Ach, ich bin doch doof. Muss ich bestimmt langhangeln einfach nur. Ich hoffe... Ja, hier hält sich fest. Wir haben doch langhangeln müssen. Oh. Mein Gott. Mal so wieder umständlich, ey. Zum Glück habe ich es da noch rausgefunden. When the little headshots can be triggered. Okay. Ups. Ich will mich ganz damit irgendwie hier, ne? Auf den Stick drücken, ducken. So wie bei vielen anderen Spielen, aber jetzt hier auf B. Das Fatale, wenn man viele verschiedene Spiele spielt, dass man dann irgendwann halt echt mit den ganzen Steuerungen durcheinander kommt. Ja. Just Pro Gamer Things. Okay, Pro Gamer im Sinne von, ich spiele viel. Also viele verschiedene Spiele. Na! Oh, sollte gleich was schlucken. What the fuck? Bin das Ding abgespackt, das habt ihr das gesehen? Was ist das denn? Sieht das scheiße aus? Na egal. Es lädt sich auch wieder von alleine auf. Okay. Na dann behalte ich die Waffe doch. Ist ja lame. Na gut. So, das ist ja auch nichts mehr. Der kann. Der Fuß. Sagen, von da kam ich ja im Endeffekt, ne? Das heißt, ich kann hier ruhig weitergehen. Da ist ein Secret, sehe ich das richtig? Warte, wir können auch den hier machen. Ja, leider schon. Naja. Egal. Ich vergesse mal, wie das man rennen kann, ey. Beste Neuerung neben dem Walljump. Ich finde halt, die Rennanimation sieht halt echt gut aus. Echt ganz smooth. Das normale Laufen, naja, geht. Hoho. Entschuldigung. Jetzt wird's gefährlich. Wenn ich jetzt runterfahre, ist wieder alles vorbei. Alter, wie das aussieht. Ich mach den Spack so ab. Ach ja. Ja, ist gut, dass ich mich über die Witze eigentlich auch... über die Witze, genau. Über die Bugs ein bisschen über lustig machen kann. Weil... Sie sind ja nicht... Es sind halt lustige Bugs. Es sind halt nicht so game-breaking Bugs. Keine, die mein Spiel behindern. Natürlich, wenn der Block mal so ein bisschen durch die Gegend fliegt, ja, aber... Pff. Hält man aus. Ist ganz amüsant. Und nicht unbedingt traurig. Nicht so wie bei, keine Ahnung, Sonic 06 oder so. Ich höre schon knacken. Ja. So eine Kamera ist dann natürlich schon ein bisschen nervig. Kannst du bitte... Was zum... Ich kann in den Ausschnitt gucken. Das ist schön, aber ich würde gerne hier lang laufen. Danke. Ich höre es knacken, ey. Ich würde gleich einstürzen, so dass wir nie wieder... zurückkommen. Hä? Achso. Moment. Ja, es war natürlich die falsche Richtung, Lara. Ich würde gerne in... Die, ich hasse dich. Ich würde mich gerne in die andere Richtung fallen lassen, wenn ich darf. Nein, darf ich nicht. Ich hab's verstanden, Lara. Fuck you. Moment. Was war das denn? Ich hab vor die Tanzanlage auf dem Brett da gemacht. Da muss ich doch gleich glatt nochmal probieren. Hey! Falls ich gleich die Gelegenheit haben sollte. Die Kamera ist halt echt ein bisschen ungünstig manchmal.
mir dann nicht so richtig den Überblick liefert. Ah, macht nichts. Noch nicht. Ja, okay. Ich darf die Kamera noch nicht frühzeitig drehen, sonst spackt alles ab. So. Dann wollte ich nämlich eigentlich so machen und dann hier einfach manuell rumklettern. Das geht nicht. Ach, komm, ey. Ich müll mich doch nur auf die andere... Springe ich da halt hin. Danke. So. Erstmal platt treten hier. Geht auch nur manchmal. Ist ja wie bei Darksiders, ey. Hey. Das war gewagt. Mein Jäger hat keinen Fallschaden gekriegt, okay. Interessant. Okay. Ich weiß ja nicht so ganz, wo ich hin soll, deswegen bin ich gerade mal wieder nach oben gegangen, aber gemerkt, dass es eigentlich gar nichts bringt. Also schauen wir erstmal hier unten. Da komme ich vermutlich nicht hoch und da komme ich halt auch nicht hoch, wa? Doch, tue ich. Da komme ich vermutlich nicht hoch, ne? Okay, wenn hier ein Speicherpunkt ist, ist es irgendwie nicht richtig. Ich soll hier noch nicht hin. Kann ich da hoch... Kann ich sowas hochsprinten eventuell? Fast. In den richtigen Moment abspringen, dann schaffe ich das bestimmt. Tja, komme ich hier irgendwie, kann ich irgendwie, habe ich hier irgendwie... Oh, ich glaube, ich sterbe. Ja, das funktioniert nicht so gut. Oh Gott, ich hoffe... Nein, ich hatte ja an der Ecke einen Speicherpunkt, ne? Ja. LOL! Ach nee, doch nicht. Ich dachte gerade, ich hätte mich jetzt rüber geglitscht, dass ich jetzt oben bin. Das wäre lustig. Ich weiß halt nicht so ganz, wo ich jetzt lang soll, wenn ich ehrlich bin. Also hier kann ich hochklettern. Ja. Aber da halt nicht. Dann kann ich hier irgendwie... Warte mal. Moment. Jetzt geht's auf einmal nicht mehr. Haha! Genau, das wollte ich doch. Oh, hier ist nur ein Secret. Ein Secret. Das sind aber vor allen Dingen Fische hier, da links. Aber ich komme da hinten hin. Ich weiß nicht, ob das genau richtig war, was ich gemacht habe, aber ist ja nicht schlimm. Wenn man mehrere Möglichkeiten hat, quasi das zu lösen, dann ist das ja nicht verkehrt. Oh Gott. Obwohl doch, ich kann einfach abspringen, bin ich hier oben drauf hier. Zack. Auch wenn ich Fallschaden gekriegt habe. Ist okay. Ihr blöden Spinnen. The characters are Vedic Sanskrit. They're severely weathered. Bhagavati of the seventh. It must be referring to the capital of Patala, the lowest infernal world in Hindu tradition. It's a netherworld populated by snake people, although the enlightened one, Narada, spoke rather fondly of it. That's Shiva on top, and his mistress Kali is down below. Bhagavati. Ist immer interessant, was Lara alles so weiß, ne? Sie weiß halt einfach alles. Aber, ja, ich habe auch gerade nicht so viel verstanden von dem, was sie gesagt hat. Aber ist ja nicht schlimm. Muss man gleich gar nicht wissen. Das ist einfach nur so Nebeninfo, so, weißt du, sollen wir dir zeigen, wie klug unsere Lara... Ich habe mich durchgebackt. Ich stehe in der Luft. Jetzt stehe ich nicht mehr in der Luft. Ich habe mich hier gerade durchgebackt. Ich weiß ja nicht schlimm. Ich hätte ja einfach durchkrabbeln können. Aber, ja. Das ist komisch. Oh Gott, das ist wieder so ein Riesenbereich hier, ne? Aber die Folge ist eh gleich vorbei. Wow! Eigentlich würde ich gerne einen Speicherpunkt haben. Da war ja auch eigentlich ein Speicherpunkt. Ich sterbe jetzt eh gerade. Geht weg. Das Fledermäuse? Komm jetzt halt wieder nicht...
Ich würde mich da halt super rum... Wenn ich von der anderen Seite mich fallen lassen würde, würde ich da halt einfach rumklettern können, weißt du? Und hier... Hier nicht. Ja. Oder halt so. Ups. Oh. Kann ich damit... Ups. Kann ich damit irgendwas machen? Oder nur kloppen? Das war so nicht... geplant. Hilfe, ich bin überfordert. Na gut, ich würde sagen, ich beende die Folge an dieser Stelle. Ich bedanke mich fürs Zusehen, ich hoffe, es gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Tomb Raider Underworld. Dann werden wir nochmal den Laden hier, die Statue nochmal genauer erforschen, ja. Und, ja, mal schauen, wie das hier weitergeht. Bis dahin, tschüss!